Leute und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, der 10. Part ist jetzt hier. Und wir machen jetzt mehr Bücher hier. Denn wir brauchen ja Bücherregale, wie jetzt gedacht. Und vielleicht habt ihr es bemerkt, das Let's Play ist nicht am Tag rausgekommen, sondern so in etwa um 0 Uhr morgens. Aber es wird noch vor 0 Uhr kommen, das weiß ich. Es ist jetzt mittlerweile kurz nach 10. Und ich muss morgen in die Schule, besser gesagt Wandertag. Und das liegt jetzt drauf, dass ich zu einem irgendeinen Arzt muss. Also keine Angst, ich bin nicht krank oder so. Das war halt der Grund, weswegen das Display jetzt nicht zur normalen Tageszeit rausgekommen ist. Und ja, das ist jetzt der Grund. Ich wollte euch nur mal sagen, damit ihr nicht verwundert seid. Ich habe mich auch am Finger verletzt, deswegen wird es jetzt erst ein bisschen ruckelig anfangen, das Display. Tut mir auch sehr leid dafür. Damit den Hello Kitty Pflaster. Ja, Hello Kitty Pflaster. Ich liebe nämlich Hello Kitty. Ja. So, wir machen hier im 10. Part im kleinen Special. Natürlich erstmal eine Weile. Ist klar. Nein, also wir werden jetzt nochmal in die Höhle gehen und XP farmen und dann Level 30 Verzauberung machen. Haben wir noch Kuhleder? Leder? Ja, 23. Okay. Alles klar. Das wollte ich jetzt nur wissen. Und dann würde ich sagen, wir können noch die Bücher machen, die wir brauchen, glaube ich. Ja, sogar noch eins mehr. So. Nämlich 3 Bücher können wir machen. Und hätten wir mal wieder im Bücherregal. So, Fichtenholz. Eigentlich hatte ich mir ja als 10. Let's Play Special ja was komplett anderes überlegt. Aber gut, Level 22. Aber, naja, es ging halt jetzt nicht mehr, weil ich so spät von diesem Arzt zurückgekommen bin und, ja, tut mir leid, aber ging halt nicht mehr, sorry. Und seid lieber froh, dass ich überhaupt noch ein Let's Play mache, denn es ist 10 Uhr abends. Ja, komm, wir hier. Okay, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber Java hat mich nach einem Update gefragt und ich habe abgelehnt. Ich denke mal, das wird wieder ein Aufnahmefehler gewesen sein, deswegen entschuldige ich mich schon mal vorher. So. Nee, wir können eigentlich uns mal eine Angel machen und ein bisschen angeln. Ja, mach mal das. Wir angeln jetzt ein bisschen und dann sehen wir ja noch, was wir noch so machen können und was für ein Fail, wir haben nicht genug Stöcke. Sehr schlau. So. Perfekt. Und wir haben eine Angel. Gut, jetzt haben wir eine Angel. Wollen wir sie verzaubern? Nee, wir verzaubern sie nicht. Weil, ich gebe euch mal einen Tipp mit der unverzauberten Angel. Besonders schon ausgeworfen auf dem Festland. Mit der unverzauberten Angel könnt ihr keine Bögen und sowas. Also könnt ihr viel besser Bögen fangen, also verzauberte und so. Und darauf bin ich jetzt auch aus, ehrlich gesagt. Also ich bin eigentlich gar nicht auf die Fische aus. Aber die können wir auch gut brauchen. Also ich bin eigentlich nur auf die verzauberten Gegenstände aus, die wir hier bekommen könnten, wenn wir Glück haben. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie lange der Part geht, denn ich habe keine Uhr. Und deswegen machen wir jetzt einfach mal einen auf YOLO. Ja, dann werden wir gleich mal sehen, wenn einer anders ist. Ja, also, ich weiß jetzt nicht, ob ich schon gesagt hatte, aber als 10. Let's Play Special wollte ich eigentlich mit einem Schulfreund auf dem Server spielen. Aber das ging jetzt leider nicht mehr. Weil es halt schon so spät ist. Und ich habe die Angel eingeholt. Ich bin Vollpfosten. Vollpfosten. Naja. Sehen wir einfach mal, was uns noch erwartet in dem Part. Was weiß noch passiert. Und ob unser Zuckerrohr noch wächst. Und was wir noch so alles fangen. Ja. Unser Hase heißt ja Gustav. Wie auch Marvin in den Kommentaren bestätigt hat, denn er fand auch, dass der Hase wie ein Gustav aussieht.
Also waren wir der gleichen Meinung und deswegen heißt er jetzt auch Gustav. Gustav der Hase. Jetzt brauchen wir nur noch einen Namen für das Pferd. Für die beiden Pferde. Und dann nähert sich ein Fisch. Und wir haben einen Fisch gefangen, der erste Fisch. Ich glaube, das ist roher Fisch. Logisch. Boah, was ging mit dem Oktopus gerade? Nein! Zu früh gezogen, verdammt. Der Oktopus ist gerade voll rumgedanzt. Ja, macht er gerade wieder. Okay, konzentrieren wir uns jetzt mal nur auf die Angel. Boah, wenn ihr wüsstet, was ich eigentlich geplant hätte, wärt ihr jetzt echt sauer. Naja, was kommt dann später mal? Später. Aber jetzt angeln wir erstmal und ist jetzt ein bisschen langweilig. Da kommt der nächste Fisch. Ja, wie gesagt, der nächste Fisch. Ach ja, wir haben hier eine Eisenrüstung und unser Skin sieht aus wie ein Geist. Lol. Ja, aber das ist halt so, wenn man das John Smith Flaggety auf der 1.8 drauf hat. Aber naja. Boah, das Pflaster am Finger stört echt. Muss ich unbedingt mal runter machen. Boah, ich traue mich auch gar nicht so laut zu reden, weil es schon so spät ist. Ja, der Tintenfisch ist da drüben im Boden. Er wird hier noch ein bisschen rumdänsen. Was hat er denn nur für Probleme? Ja, beißt ihn hier nochmal was an oder was? Ein Kugelfisch. Müssen wir uns wegwerfen hier. Damit. Ja, das. So. Wir werden den letzten Fisch jetzt hier angeln und dann werden wir noch. Was war das? Ich hab's nicht gesehen, was war denn das? Was war denn das zum Teufel? Scheiße. Ich hab nicht gesehen, was wir hier geangelt haben. Was war denn das nur? Das war bestimmt ein Faden, oder? Wir haben ihn jetzt einfach nochmal. Weil es halt schlau ist, hier oben stand. Hier unten im Wasser. Ja, also wie gesagt, morgen ist Wandertag. Und ja, wir wandern ein ganzes Stück. Und jetzt haben wir einen hohen Lachs gefangen. Und unsere Erde hier aufgesammelt. Deswegen ist der Lachs auch durch uns durchgeflogen. Also wie gesagt, morgen ist Wandertag zum dritten Mal jetzt. Und ja, wir gehen nah bei uns zu Hause. Also wir laufen nicht besonders weit und machen Kugelfisch. Ja. Wir gehen dann nochmal ganz kurz in die Mine, um ein bisschen XP zu farmen oder so. Ist jetzt halt ein bisschen scheiße, aber ich wollte den 10. Part nicht erst morgen rausbringen. Ich bin schon ein bisschen müde. Sorry, Leute. Ja, beißt denn jetzt noch mal was an, oder was? Letzter Fisch für heute. Ja, letzter Fisch. Gut. Jetzt gehen wir in unser Haus, nehmen Spitzhacke und gehen noch kurz nach unten. Oh, wir haben wieder dreimal hier Dings. Ja, wie heißt's? Hier Zuckerrohr. Jo. Nehmen wir immer. Und wir können es natürlich nicht mehr nehmen. Logisch. Was brauchen wir denn nicht mehr, verdammt. Ja, die Samen. Weg damit. So. Das sind jetzt auch viermal. Ja. So. Machen wir mal direkt weiter und gehen in die Mine, aber erst tun wir etwas hier in die Kiste, bevor wir runtergehen. Ja, nee, die Glück-Einspitzhacke ganz sicher nicht. Die Fische brauchen wir aber nicht und einen Angel brauchen wir in der Fische ja auch nicht. So, wir werden jetzt noch kurz ein bisschen meinen und dann wär's das auch für den Part. Hühnereier. Wieder mal nichts geworden. Schade. Ich will nur noch ein paar XP und dann
reicht's auch, weil ich will nicht mal 30 XP und irgendwas auf Level 30 verzaubern. Vielleicht eine Spitzhacke, vielleicht irgendwas anderes. Ich weiß nicht. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ich verzaubern soll. Wäre sehr freundlich. Ja, wie gesagt, XP. Könnten wir jetzt eigentlich abbauen, aber ich. Naja, jetzt mal nicht. Wir graben mal stattdessen hier rüber. Hier irgendwo in der Nähe ist Lava, ich höre sie gerade. Eine Fackel? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Da Enderperlen haben. Und wenn wir sterben, sind die alle weg, fällt mir gerade so. Und das wäre ganz schön scheiße, gell? Yay, Redstone. So, wird Glück 1. Hier. So. Ich schon die Glück 1 Spitzhacke so lange, bis wir was Besseres haben. Da ist schon Lava drüber, genau. 17 XP. Oh, Eisenerz. Und da ist nochmal Redstone. Oh, fuck, fuck, fuck. Und ich muss irgendwie zubauen. Gut. Geschafft. Hier ist Redstone, genau. War da Lava? Schwein gehabt. Da ist auch kein Lava, das ist sehr. Lol. Das sieht hier ganz schön lustig aus. Naja. Gut. Oh. Kohle. Okay, brauchen wir nicht unbedingt, bauen wir aber trotzdem ab, denn wir brauchen XP. Yay. Wir haben bald 18. Und ich würde sagen, bei 20 gehen wir wieder hoch und beenden den Part. Reicht ja auch. Bitte halt ein bisschen länger. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange wir schon aufnehmen. Aber ja. Okay. Jetzt haben wir hier schon einen richtigen Weg, also einen richtigen Gang gerade so gesagt, einen richtigen Flur schon. Und Eisen haben wir jetzt, denke ich mal, genug erstmal. Boah. Also Eisen. Okay. Das ist ganz schön viel. Was brauchen wir denn nicht, verdammt? Lederstiefel brauchen wir eigentlich auch nicht, gell? Ja, ich muss es aber in das Loch werfen, gell? Das brauchen wir nicht. Kohle brauchen wir eigentlich auch nicht. Boah, Fisch behalten wir mal. Das kann weg, ja. So, jetzt gehen wir wieder hoch. Von wo sind wir? Ach, von hier. Alles klar. So. Machen wir weiter, wie geplant. Und ja, ich würde sagen, wir sind schon ganz schön weit gekommen auf unsere Display-Welt. Ja, genau, als ich sagte, kam die Lava. Wow. Ja, das wird jetzt ganz schön bedrohlich. Und dann gehen wir mal eine Etage höher, was leider nichts bringt. Okay. So, dieses 9, 8, 7, 6. So. Scheiße. Ah, verdammt. Ja, komm, mach doch weg. Nein, 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 nein. Nicht, wir werden nicht. Ich weiß es. Ich weiß es, wir fahren jetzt lieber erst in die andere Richtung. Wir dürfen nicht sterben, wir dürfen nicht sterben. Nein. Nicht im Sinne Abonnenten. Nein, 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 nein. Ja. Ah. Mein Gott. Puh. Zum Glück hatten wir die Rüstung, sonst wären wir jetzt tatsächlich gestorben. Ach, ich habe keine Lust mehr eigentlich. Weil ich bin schon total müde und morgen ist Wandertag. Ich muss mal ins Bett. Allerdings beginnt der Wandertag ja erst um 10 in etwa. Ich weiß es nicht mehr. Ja, sehr praktisch, wenn man nicht weiß, wann der Wandertag beginnt und der morgen ist. Egal, wir kramen jetzt noch eine Minute in diese Richtung, auch wenn ich nicht weiß, wann diese Minute auch genau rum sein wird. Yay! Vielleicht schaffen wir ja doch noch die 20 XP. Vielleicht aber nicht. Ach egal, ich mache jetzt noch bis zu 20. Schöne Zahl. Und dann werden wir immer noch weiterfahren. Werden dann unsere erste Level 30 Verzauberung machen. Das wird dann immer so weitergehen. Dann bauen wir schon ein Nether-Portal. Und so weiter und so weiter. Und ja.
werden wir das jetzt öfters immer machen. Und werden dann dementsprechend, wenn wir einmal Obsidian haben, brauchen wir uns um XP keine Gedanken mehr zu machen, denn da können wir ja unendlich XP, also nicht unendlich, aber viele XPs farmen. Was ich auch noch machen werde, das wird ein kleines Projekt von mir sein. Und zwar Let's Tutorial Minecraft. Das kennt ihr wahrscheinlich schon von meinen älteren Let's Plays, die übrigens auch noch auf meinem YouTube-Kanal verfügbar sind, die ihr euch aber nicht anschauen solltet, weil sie so grottig sind, dass ich selber drüber lachen muss. Und das muss schon was heißen. Die Let's Plays waren sowas von beschissen, dass ich auf sehr viele mehr Dislikes hatte als Likes. Und das habe ich auch sehr gut eingesehen, weil der Sound war so schlecht. Ja, also, es war nicht gut, sagen wir es mal so. Ja, und ich glaube, wir kriegen doch nicht keine 20 XP mehr, denn wir sind hier gerade eine komplette Trockenphase bekommen, wo wir absolut gar nichts mehr finden, wie es mir scheint. Und damit meine ich absolut gar nichts. Und normalerweise sollte jetzt die eine Diamantenader kommen. Goldader! Yay! Und Redstone. Jetzt noch Diamant, das wäre schön. Das können wir wegschmeißen. Ja, das brauchen wir nicht. So, ready. 18. Noch ein bisschen mehr. Und das war meine Mutter. Okay, ich würde erstmal sagen, das reicht. Gehen wir mal zurück. Ja, das war mal wieder meine Mutter. Ja, das auch. Was ist denn? Ja, gleich. Ja, ich muss noch das Let's Play fertig machen. Ach, da hört ihr es. Falls ihr es hört. Vielleicht hört ihr es auch nicht und ich weiß es nicht. Naja. Wir gehen noch schnell bis hoch und dann wäre es das auch für das Let's Play. Das 10. Let's Play. 10 Minecraft-Videos auf meinem Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Let's Play hat euch ein bisschen gefallen mit der Angel und so weiter. Schreibt den Namen für unsere Tiere in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, ciao.